Jo moin, viele von euch haben sich Letter gewünscht. Ich habe unter den letzten Community-Posts halt so gefragt, so auf was habt ihr Bock, auch unter den letzten YouTube-Kommentaren bzw. den letzten Videos habe ich euch ja gefragt, auf was habt ihr am meisten Bock. Die meisten finden Letter extrem nice. Ich bin zurzeit nicht allzu hoch, also für viele von euch ist es extrem hoch. Ich bin halt auf 7000. Die Season endet auch in, denke ich, 4 Stunden, also 4 Tage und 8 Stunden auf jeden Fall. Werde ich versuchen, den nächsten Tag auch einen Stream auszuhauen. Also folgt mir auch gerne auf Twitch, twitch.tv/mortenroyal. Auf jeden Fall gerne mal ein Follow da lassen. Und heute geht sich oder dreht sich alles um dieses Royal Hawks, Magic Archer, Fireball Bait Deck. Das Deck ist extrem nice. In Ladder spielen es jetzt extrem viele Leute. Ich glaube, einer ist auch damit in die Top 10 global. Auf jeden Fall ein extrem solides Deck. Seitdem der Magic Archer gebufft wurde, ist halt fast in jedem Deck vertreten. Ihr könnt ihn in Bridge Spam spielen, ihr könnt ihn auch gefühlt in Giant spielen, in Pekka. In gefühlt eigentlich jedem Deck, aber auch natürlich in Feuerball-Bait-Decks, wo er extrem stark ist. Er versucht natürlich mit diesem Deck jetzt Feuerball zu baiten. Ich würde sagen, wir sind gerade auf 7000, versuchen ein paar Games zu gewinnen. Versuchen vielleicht auf 7 einzukommen, mal schauen. Ich würde sagen, wir sind jetzt im ersten Game. Bis gleich. Leute, wir sind im nächsten Game gegen Mike. Kenne ich jetzt nicht den Spieler. Ich hoffe auf jeden Fall nicht, dass wir gegen X-Bung spielen. X-Bung ist, denke ich mal, das schwerste Matchup mit Lava. Und die restlichen Matchups sind eigentlich alle gut bzw. möglich. Ich hoffe, okay, ist sie nach... Vielleicht nach Lockbait aus, Ritter könnte Lockbait sein, oder er spielt halt X-Bogen mit Ritter, aber das hoffe ich jetzt einfach mal nicht. Okay, er spielt Graveyard. Es könnte Friedo Frost sein. Okay, es war ein sehr, sehr komischer Friedo von ihm. Sehr, sehr komisch. Einmal ein Friedo so in die Bats rein, sollte man auf jeden Fall nicht so machen. Ich sage, wir spielen jetzt mal die Königsschweinchen, machen ein bisschen Druck. Okay, er hat den Goblin Catch dabei. Ja, okay, und auch den Baby D. Das könnte natürlich nach dem Deck vom Big Spin aussehen. Das No-Damage-Deck einfach mit dem Goblin Catch anstatt dem Tombstone. Jetzt haben wir jetzt hier eine Kobold-Gang. Clearen das, den Goblin-Brawler ein bisschen ab. Und den Baby, den killen wir auch komplett. Und der Magic Archer ist noch am Leben. Da muss er gleich noch drauf respawnen. Und wird er wahrscheinlich einfach einen Eismagier bringen. Oh, er hat einen eigenen Magic Archer. Interessant. Habe ich vorher noch nicht gesehen. Ein Magic Archer-Friedhof-Deck. Okay. Ich würde sagen, da hauen wir einfach jetzt Bats drauf. Jetzt müssen wir sagen, müssen wir gleich loggen. Dann geht jetzt noch ein Eisbogen rein. Ich hoffe, die Bats, ja, die Bats gehen nach hinten. Das ist auf jeden Fall sehr gut für uns. Haben wir ganz gut verteidigt. Natürlich hat er ein bisschen Damage gemacht, aber das müssen wir auf jeden Fall in Kauf nehmen. Und gleich können wir auch mit dem Königsschweinchen reingehen. Nämlich, falls er einen Goblin Catch bringt, wird er wahrscheinlich machen. Werden wir trotzdem ein bisschen Damage bekommen. Oder er wird sie an King ziehen. Er wird wahrscheinlich jetzt natürlich einen Goblin Catch spielen. Und wenn er sie jetzt an King zieht, macht er einen guten Move. Macht er auch. Aber wir sollten... Ja, hat er ganz gut gemacht. Wir kriegen natürlich ein bisschen Damage. Aber natürlich aktiviert der King extrem gut für ihn. Gegen Friedhof haben wir jetzt auch nicht die besten Antworten. Also wir haben ein paar Antworten natürlich. Aber viele Antworten von ihm sind auch Poison Value. Wir bringen jetzt hier den Mini-Packer gegen den Goblin Brawler. Müssen jetzt mal ein bisschen aufpassen. Okay, ich würde sagen, wir spielen jetzt den Magic Archer auf sein Magic Archer. Sehr, sehr gut für uns. Den Mini-Packer killt die sogar noch. Und jetzt muss er eigentlich einen Baby Dragon auf meinem Magic Archer spielen, was auf jeden Fall nicht so sein Move ist, den er machen will. Und er spielt einen aggressiven Ritter. Da hauen wir jetzt einfach Fledermäuse drauf. Er will jetzt einen Baby Dragon spielen. Genau. Ich würde sagen, wir bringen jetzt hier einen Eisgolem. Machen wir es jetzt so. Und wir bringen jetzt auch gleich hier die Königsschweinchen ein, weil er poisonen will. Jetzt kann er nicht... Okay, er hat einen Freeze, never mind. Muss jetzt ein bisschen aufpassen. Er hat den Freeze. Wir kriegen ein bisschen Damage, aber... Okay, er hat den Freeze. Freeze sollte besser für uns sein, da wir mit dem Magic Archer extrem gute Value bekommen können. Wir kriegen jetzt hier einen Eisbürm davor. Den werden wir mit Feuerball und direkt mit dem Magic... mit den Boilhawks reingehen, beziehungsweise mit den Königsschweinchen. Der Magic Archer macht uns gute Arbeit. Wir werden jetzt hier noch Fledermäuse draufbringen als Support. Okay, er bringt einen Log. Er sieht sie... Ihr seht es hier wahrscheinlich, er macht es ganz gut. Er kriegt es ganz gut defended. Baby Dragon Lord, eine extrem starke Kombi natürlich, vor allem noch mit dem Goblin Brawler. So, jetzt haben wir jetzt einfach mal eine aggressive Kobold Game, weil wir wissen, er hat keinen Lord und werden direkt zurück sein. Könnt ihr auch sehen, das Hack ist extrem günstig. So, wir werden jetzt hier noch Fledermäuse drauf spielen, um hier wirklich sicher zu gehen, dass wir hier wirklich schnell genug den Goblin Brawler killen. Er macht den kleinen Fehler, der Magic Archer ist komplett am Turm dran. Wie viel Damage macht der Magic Archer? Könnt ihr sehen, wie stark der Magic Archer wirklich ist seit dem Bellen Chief. Extrem krass. Er wird jetzt hier auf der anderen Seite reingehen. Jetzt bringen wir einen offensiven Mini-Packer, um den Baby Dragon zu distracten und auch wirklich hier den Magic Archer zu killen. Hier bringen wir auf jeden Fall ein sehr gutes Lock, perfektes Lock-Timing, haben fast gar kein Damage kassiert. Er muss wieder einen Ritter bringen, der auf jeden Fall auch nicht optimal geplaced ist. Sollte er ein bisschen später spielen, damit wirklich auch der Magic Archer in Turm Range ist. Da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, das Timing ist extrem schwer. Aber ich denke, wenn ihr das übrigens so wie jetzt spielen wir den Feuerball so. Falls er noch einen Goblin Kill gespielt hätte, wäre der auch gehittet worden sein wäre. Man kennt's. Wir bringen jetzt hier nochmal den Kollegen Magic Archer, kriegen ganz guten Damage raus und jetzt sind wir eigentlich schon in ganz guter Spell-Cycle-Range. Ich würde sagen, wir spielen jetzt hier Fledermäuse kurz nach hinten. Ich würde sagen, bringen Ice Golem gegen den Baby Dragon und wenn er gleich seinen Friedhof bringt, würde ich sagen, dass wir dann mit den guten alten Royal Hawks reingehen. Jetzt würde ich sagen, das Feuerball-Video, jetzt gehen wir mit den Royal Hawks rein.
Das sieht ganz gut aus. Er wird es wahrscheinlich verteidigt bekommen, aber nicht flawless. Es kann niemals flawless verteidigen. Oder, also ein bisschen Damage wird auf jeden Fall rankommen. Genau, ein bisschen Damage kommt rein. Jetzt können wir versuchen, hier Magic Archer durchzusneaken. Und es soll jetzt auch eigentlich schon gewesen sein. Vielleicht kommt der Feuerball noch, falls der Magic Archer nicht ausreicht. Aber er sollte ausreichen. GG, erstes Game gewonnen. Extrem nice. Haben wir auf jeden Fall gemerkt, er hatte keinen Poison gegen unser Magic Archer. Deswegen haben wir extrem viel Value mit dem Magic Archer bekommen. Und versucht immer, wenn wir wussten, WTF? Wir haben eine Legendary Chest bekommen. WTF, wie geil. Auf jeden Fall die Legendary Chest werden wir uns aussparen für die nächste Legendary Card. Da ich ja auf jeden Fall, da ich halt keine Legis mehr brauche, weil ich alle Max habe. Auf jeden Fall extrem geil, dass wir jetzt die Tour bekommen haben. Ich würde sagen, wir sehen uns direkt im nächsten Game. Bis gleich. Leute, wir sind im nächsten Game. Min Tier aus Liberty Walker. Kenne ich jetzt nicht. Ich würde sagen, spielen wir Fledermäuse hin. Okay. Also mit der Starting Hand, also mit den Starting Moves, könnt ihr eigentlich gefühlt alles machen mit dem Deck. Könnt ihr Goblin hinten spielen, einen Magic Archer. Also mit dem Deck habt ihr auf jeden Fall keine Probleme, so am Anfang wirklich eine Karte zu setzen. So, ich hoffe, dass der Magic Archer jetzt Ehre macht. Okay, er macht halbwegs Ehre. Er spielt auf jeden Fall das klassische RG-Deck. Da müssen wir auf jeden Fall viel Value aus unserem Mini-Packer bekommen. Und auf jeden Fall nicht den Mini-Packer und den Magic Archer gleich spielen. Beziehungsweise in die gleiche, auf die gleiche Seite spielen, dass er wirklich keine Lightning-Value bekommt. Weil ich gehe davon aus, dass er ein Lightning hat. So, ich würde sagen, wir spielen jetzt eine Kobold-Gang hinten. Okay, er spielt Packer-Ofen. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall Druck machen auf der anderen Seite. Problem ist, dass wir kein Ice Golem mehr im Cycle haben. Okay, er freest das, dann würde ich sagen, wir legen noch mit Bats nach. Und jetzt haben wir auch perfekte Bats, um seine Bats zu killen. Die Bats waren erstens gut, weil ich wusste, er hat den Freeze raus. Und zweitens waren sie gut, da ich wieder ein Ice Golem jetzt im Cycle habe nach einer Karte, um den Packer rüber zu kiten. Das war extrem wichtig. Also war es sozusagen gut in der Offense und auch gut in der Defense. Weil jetzt haben wir es jetzt flawless Defender, also wir werden keinen Damage bekommen von dem Packer. Und zweitens, wir haben den Turm. Also es war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Situation für uns. Müsst ihr euch merken, dass ihr halt versucht, wirklich auf euren Cycle zu achten, dann vielleicht ein bisschen mehr Druck macht und dann halt wieder die Truppe im Cycle habt, was ganz wichtig ist gegen Packer, dass ihr wirklich mit Ice Golem verteidigt, weil ihr habt nicht wirklich sowas wie einen Infernal Dragon oder so. Und ein Pinny Packer gegen den Mad Packer zu spielen, ist auch nicht so was Nices. Und die anderen Truppen sterben halt von Spells. Wir sagen, wir locken das hier noch. Kriegt der Ofen noch ein bisschen Damage und die Fire Spirits killen die Goblin Gang nicht. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Ich würde sagen, wir spielen jetzt hier Fledermäuse hinten. Und er hat keinen Ofen mehr. Das heißt, okay. Wir werden mit den Königsschweinchen reingehen. Da er die jetzt noch verteidigen muss, er muss jetzt Truppen vor den Packer spielen. Also viele von euch würden jetzt sagen, ist vielleicht ein schlechter Move. Aber er muss jetzt seine Truppen vor den Packer spielen. Wir hatten auch nicht andere gute Moves gerade auf der Hand. Er spielt wahrscheinlich Packer Friedhof. Er hat noch den Valkyrie dabei. Auf jeden Fall interessant. Wir müssen auf jeden Fall gleich sicher gehen, dass wir den Packer hier rüberkiten. Machen wir jetzt auch. Packer wird rübergekitet. Machen wir es jetzt hier so. Mini-Packer hier. Mini-Packer spielt jetzt ganz nach außen, weil hätte ich ihn jetzt hier hingespielt, hätte der Ice Golem den Packer nicht mehr gekitet und der wäre rübergegangen, der Packer zurück. Also der Packer wäre zurückgegangen, hätte ich jetzt mein Mini-Packer näher an die Packer rangespielt. Also auf jeden Fall dann sicher gehen, dass der Packer dann nicht zurückläuft. Ich muss jetzt noch eine schlechte Goblin gegen spielen. Ice Golem war nicht optimal, aber es geht auf jeden Fall noch klar. So, hätte ich auch kein Poison mehr. Ich gehe jetzt einfach meinen Magieschützen nach hinten und dann sollten wir es eigentlich gewonnen haben. Er wird jetzt wahrscheinlich einen Packer an die Brücke spielen. Nochmal so letzter Move. Ich würde sagen, Feuerball ist einfach so just for fun. Okay, jetzt bringen wir den offensiven Mini-Packer. Wollen nicht, dass die Valkyrie für den Friedhof tankt. Und jetzt bringen wir noch einen Ice Golem rein. Hinten eine Goblin Gang, falls er zu schlechten Poison wirft. Und Freeze, add Poison und Freeze, das ist auch ein bisschen komisch. Dann würde ich sagen, wir locken das hier. Und dann haben wir das Game gewonnen. 2 von 2 bisher im Video. Extrem nice. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Game. Bis gleich. Warte mal kurz, Leute. Ich wollte sagen, dass wir direkt ins nächste Game gehen. Aber wir haben auch eine Riesentruhe bekommen. Man kennt eine Legend Chest und eine Giant Chest in einem Video. Extrem geil. Aber ich würde sagen, wir sehen uns gleich im nächsten Game. Bis gleich. Und wir sind im nächsten Game gegen Najim. Auf jeden Fall ein interessanter Name. Aus Kuwait. Zusammen spielen wir mal Bats hinten. Bats hinten eigentlich immer so dieses Starting-Move und dann mag ich es eigentlich, Royalhawks zu splitten. Da wird jetzt Druck auf beiden Seiten machen. Er bringt jetzt das Geld was hin. Ist ein guter Move, jetzt auf jeden Fall die Royalhawks reinzubringen. Ah, man kennt Sprachfehler, ist da. Hashtag Sprachfehler in den Chat, beziehungsweise in die Kommentare. Er muss sich natürlich jetzt entscheiden, wo spielt er jetzt was. Hat er jetzt perfekt defended, auf jeden Fall stark an ihn. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er das so gut macht. Ich würde sagen, wir loggen das jetzt hier. Er fällt jetzt ein bisschen. Das war auf jeden Fall ein kleiner Fail, doch wir wissen jetzt, er spielt wahrscheinlich dieses cheesy Klondeck. Also ihr könnt gerne mal reinschreiben, ob ihr zu welchen Decks ihr noch wirklich einen Guide haben wollt, zu irgendwelchen Off-Meter-Klondecks oder welche Decks ihr noch sehen wollt, weil ich habe eigentlich schon so, man kennt's, Deutsch war immer meine Stärke, schon zu den meisten Decks einen Guide gemacht, beziehungsweise ein Video dazu gemacht. Schreibt es auf jeden Fall rein, zu welchem Deck ihr wirklich noch ein Video sehen wollt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt rechts mit den Warlocks rein. Ich weiß, er ist relativ low in Elix, er hat mit der Kanonenkarre extrem viel Elix hier investiert und deswegen kriegen wir jetzt rechts ganz guten Damage mit dem Königsschwein. Ich würde sagen, wir spielen jetzt hier einen Magic Archer. Okay, wir bringen jetzt einen ganz guten Giant Skeleton.
Also wer Stack von euch nicht kennt, ist es ein bisschen Off-Red-Ad. Giants gelten Klon, Cannon Card, Skelly Barrel. Auf jeden Fall sein Ziel ist irgendwann einen fetten Klon rauszubekommen, dass wir es ja nicht verteidigen können. Dem Matchup vor allem extrem wichtig, dass ihr den Magic Archer beschützt und auf jeden Fall keine Fehler macht mit dem Lock oder Feuerball. Weil wenn ihr da wirklich einen Fehler macht gegen diese Decks, habt ihr eigentlich so gut wie schon verloren. Okay, spielst du mit Goblin Catch und Nado noch drauf. Das war extrem teuer. Das war extrem teuer von ihm, das wissen wir jetzt auch. Deswegen gehen wir direkt mal in den Royal Hawks rein. Wir kiten ihn jetzt auch rüber, dass er keine Turm bekommt. Und der Baby Dragon macht jetzt zwar Arbeit von ihm, aber der Turm wird trotzdem auf 1300 HP runtergehen. Sogar noch mehr. Aufgefühlt, ja, unter 1000 sogar. Und jetzt werden wir einfach hier unseren Magic Archer spielen. Lassen ein bisschen Damage zu, können wir auf jeden Fall machen. Besser als den Magic Archer jetzt gegen den Baby Dragon direkt reinzuspielen. Geht auf jeden Fall komplett klar. So, die Feuerballen wir mal mit Feuerballlock stöblich eine Hexe. Ist auf jeden Fall optimal für uns. Dann würde ich sagen, okay, wir spielen jetzt hier hinten eine Goblin Gang. Wenn er jetzt irgendwas hervorklatscht, loggen wir das eben mal. Okay, perfekt. Ich bin hier Eiskohle und Fledermäuse. Direkt den nächsten Magic Archer, weil er gleich klonen will. Und da habe ich jetzt nicht so. Da habe ich so richtig Bock drauf. Sehen wir auch hier, er hat geklont. Ich wusste, was er machen will. Deswegen der Magic Archer killt jetzt alles. Hätte ich jetzt zum Beispiel keinen Magic Archer gespielt, hätte es auf jeden Fall extrem eklig enden können. Nächste Boy Hops, wer kommt jetzt rein? Er hat einen Tornado, deswegen will ich jetzt nicht nachlegen, weil es wird einfach jetzt Nado wahrscheinlich. Jetzt kann ich nachlegen, da er jetzt den Tornado raus hat. Die Goblin Game war vielleicht nicht optimal, aber sollte eigentlich ganz gut klar gehen. So, wir müssen jetzt hier aufpassen, ich möchte jetzt nicht meinen Lock durchcyclen, vor allem mit dem Matchup jetzt nicht. Wir werden jetzt hier gleich so machen. Loggen das jetzt hier. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, genau deswegen. Aber wir gehen einfach mit den nächsten Königsschweinchen rein, dann läuft der Hase schon. Dann Feuermasse noch, wir brauchen noch zwei Feuerbälle. Wir haben so einen günstigen Cycle, es ging auf jeden Fall Feuerball. Cycle zur Not. Das ist ganz guter Damage und wir sind fast in Feuerball-Range. Wir müssen noch ein Feuerball cyclen. Wir müssen jetzt mal ganz kurz aufpassen. Nicht, dass wir noch irgendwie reinstrobeln. Aber es sollte eigentlich klar gehen, wenn sie noch loggen eben. Jetzt kommt der Feuerball auf den Turm. War noch ein bisschen klapp zum Ende, aber es geht auf jeden Fall klar. Nächstes Game gewonnen, 3 von 3. Wir wollen jetzt noch ein Game machen. Ich hoffe, wir werden das auch gewinnen, dass wir mal eine perfekte Episode haben. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Game. Bis gleich. Leute, wir sind im nächsten Game gegen Seso, sein kleiner Sparky-Skill. Ich hoffe, er spielt kein Sparky, weil gegen Sparky sind wir auch nicht so gut aufgestellt. Wir haben kein Reset, wir haben eigentlich auch keine Rakete, wir haben eigentlich fast gar nichts. Ich würde sagen, wir spielen einfach mal einen Lock am Anfang. Ich möchte kein Eisgrund spielen, weil wenn wir einen Eisgrund spielen, könnt ihr gleich mit Expo an die Brücke gehen. Jetzt spielen wir einen Eisgrund rein, geht auf jeden Fall klar. Skyrim sollte sterben. Ihr könnt auch gerne mal reinschreiben, gefällt euch einfach diese Ladder-Episode? Es ist halt wirklich nicht so schwer für mich aufzunehmen. Es geht relativ schnell. Ich spiele ein paar Ladder-Games. Ich gebe ein paar Tipps zu irgendwelchen Decks. Das finde eigentlich so die meisten ganz geil. Vor allem am Season-Ende jetzt gegen die besten Spieler der Welt wirklich, dass ich einfach mal verschiedene Decks hochlade. Und ich denke, gegen diese Spieler hier, es gibt wirklich keine bessere Möglichkeit, ein Deck vorzustellen, als gegen die besten Spieler der Welt. So, wir gehen jetzt ganz gut rein hier. Die werden auf jeden Fall weiterhin beschützen. Das geht auf jeden Fall klar. Rechts gehen wir ganz gut in Damage. Ihr könnt ja auch sehen, wir haben ganz gut Split-Lane-Pressure gemacht. Er bringt jetzt hier nochmal seine Skarmy. Die ist auch jetzt tot. Kriegen noch einen Magic Archer. Zwei Magic Archers. Das geht auf jeden Fall klar. Seit dem Damage-Buff ist wirklich jeder Magic Archer extrem wertvoll für uns. Ice Golem jetzt nach hinten gespielt. Jetzt ist die Frage, am Anfang will man immer so gucken, was hat der Gegner wirklich für Spells? Welches Deck hat er? Wenn er ein Packer-Deck hat zum Beispiel, wir sehen, er spielt einen Packer. Hat er jetzt den Feuerball dabei? Hat er den Poison dabei? Den Lightning? Das ist auf jeden Fall immer interessant rauszufinden. Es sieht bisher so aus, als ob er kein Spell hätte. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier kurz die Spells und jetzt werden wir die Königsschweinchen forschen. Wir müssen auf jeden Fall Druck machen, weil wir nichts gegen Sparky haben. Okay, er bringt jetzt hier seinen Mini-Packer. Kann er auf jeden Fall so machen. Jetzt haben wir natürlich ein kleines Problemchen. Wir werden jetzt ein bisschen Damage bekommen natürlich, aber jetzt haben wir halt fast nichts gegen den Sparky. Und wenn er jetzt davon Giant oder so klatscht, dann kann es ein bisschen eklig werden. Ja, macht er auch. So, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Nein! Oh mein Gott! Alles klar, ist das jetzt gut für uns? Okay, der Eismagier von ihm macht. Oh mein Gott, der Eismagier hat so viel Faxen von ihm gemacht. Hätte der Eismagier keine Faxen gemacht, das war ein bisschen unlucky für uns, dass der Sparky durch Beiß gehittet hat, hätten wir auf jeden Fall eine bessere Situation gehabt. Aber es geht auf jeden Fall noch klar. Aber sagen wir so, es war Glück im Unglück. So. Ich muss auf jeden Fall jetzt Druck machen auf der anderen Seite. Dann bringe ich das jetzt hier so und bringe ich noch direkt Mini-Packer an die Bridge. Dann müssen wir jetzt auf jeden Fall versuchen, den Druck zu machen. Okay, geht auf jeden Fall klar. Kriegt der Mini-Packer einen Hit? Der Mini-Packer kriegt wirklich einen Hit. Ist auf jeden Fall extrem wichtig für uns. Hat er einen Zap und Cycle, ist die Frage. Kriegen wir das verteidigt? Kriegen wir das irgendwie verteidigt? Kriegen wir leider nicht verteidigt. Hat er extrem stark gespielt.
Ich weiß nicht, was wir hätte besser machen sollen. Am Ende auf jeden Fall waren da kleine Fehler dabei. Aber ihr könnt sehen, das Matchup ist wirklich nicht das Einfachste gegen Spark. Wir haben keinen Reset. Aber ich denke, es war trotzdem ein extrem nice Video. Lasst auf jeden Fall Like und Abo da, um keine weiteren Videos zu verpassen. Sagt gerne euren Freunden Bescheid, die auch gerne High-Level-Content sehen wollen in CR oder auch besser werden. Checkt auch gerne mal meine Rush Wars Video aus oder mein Rush Wars Video. Extrem geiles Game, neues Game von Supercell. Vielleicht ein bisschen Content dazu bringen. Könnt ihr auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao.